Wir hatten ja in den beiden vorgehenden kleinen Vorträgen versucht, unser Bewusstsein nach innen zu lenken. Und wir hatten am ersten Abend gesprochen über unser Körperbewusstsein. Denn unser Körperbewusstsein ist die Grundlage dafür, dass wir den Sinn unserer Existenz ergründen können. Nur wenn wir unseren Körper genau kennen und ihn verstehen lernen, können wir den Sinn ergründen, denn der Körper hat seine eigene Berechtigung. Dann hatten wir am zweiten Mal darüber gesprochen, dass wir unsere Seele, unser Unbewusstes, auch wieder eine eigene Existenz in der Trinität des Lebens aus Körper, Seele, Geist, auch seine Berechtigung hat und wir müssen die Seele kennenlernen und wir haben auch einige Möglichkeiten kennengelernt, wie wir an Seelenmuster und Seelenbewusstsein herankommen. Nun wollten wir den nächsten Schritt heute tun. Was ist eigentlich der Sinn von dieser Trinität, die aus Körper, Seele, Geist besteht? Was ist der Sinn des Lebens? Stellen wir erstmal eine sehr präzise Frage. Wie um aller Welt kommen wir bitte schön auf die verrückte Idee, dass das Leben und speziell das menschliche Leben einen vorgegebenen Sinn, einen Zweck haben sollte. Dass es vielleicht einem großen Plan, so einer Art Idee folgen sollte oder könnte. Und was für eine Idee ist es, diesen Sinn bis heute, den wir noch nicht herausgefunden haben, noch nicht gefunden haben, blöd sind wir doch nicht. Was steckt dahinter, das wir nicht finden? Egal. Nehmen wir an, es gäbe den Sinn des Lebens, auf der Welt gekommen beziehungsweise durch einen Schöpfer. Anders wäre es so eine Idee, so ein Zweck ohnehin kaum erklärbar. Nehmen wir also an, es gibt den Sinn des Lebens. Denn die Frage nach dem Sinn des Lebens wäre auch eine Frage nach dem größeren Warum. Wir müssen immer weiter fragen nach der Antwort auf die Frage, warum es uns überhaupt gibt. Denn das müssen wir irgendwie beantworten, wenn wir den eigenen Sinn finden wollen. Warum ist das Weltall so, wie es ist? Und eine grundsätzliche Antwort darauf, warum die Welt so beschaffen ist, dass sie offensichtlich für das Leben günstig ist, ist auch eine Frage. Diese Antwort kann man nicht geben, jedenfalls nicht aus naturwissenschaftlicher Erkenntnis. Wieso kommen wir eigentlich darauf, dass es einen Sinn des Lebens geben könnte und scheitern immer wieder, ihn herauszufinden? Wir wünschen uns so sehr, dass es den Sinn gibt. Wir wünschen uns so sehr, dass unsere kurze Existenz auf diesem Planeten Teil eines großen Plans, einer großen Idee ist. Warum denken wir eigentlich so? Nun, wir wissen, dass wir sterben und dass nichts von Bestand und Dauer ist. Das regt uns auf, mit unserer eigenen Fehlbarkeit und Endlichkeit umzugehen. Das andere ist, wir können nicht anders, als nach dem Sinn zu suchen, wer wir und warum wir so sind. Unsere Entscheidung, gemeinsam etwas zu tun, Dinge zu teilen, Entbehrungen auf uns zu nehmen, das alles setzt einen Sinn voraus. Und dazu gehört auch, ständig nach Begründungen zu fragen. Seltsamerweise, wir sind die einzigen Lebewesen auf diesem Planeten, die faktisch nichts tun, ohne einen Grund dafür angeben zu müssen. Die Lieblingsfrage unseres Gehirns ist das Warum. Ist die Warum-Frage. Darum dreht sich im Grunde alles. Warum, warum, warum?
Unser Hirn ist streng genommen eine Sinnsuchmaschine. Jedes Hirn hat sein eigenes Muster. Jeder Mensch trägt also seine eigene Idee von Sinn des Lebens mit sich herum. Aber das ist nicht so. Es ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen den größten Plan erkennen, nicht irgendwie erfinden. Einen Ausweg aus dem Dilemma bietet der Glaube. Das heißt, ich kenne den Sinn des Lebens zwar nicht, ich weiß nicht, was der Zweck unserer Existenz ist, aber ich vertraue darauf, dass es trotzdem jemand gibt, der den Sinn gegeben hat. Vertrauen wir an dieser Stelle darauf, dass der Zweck unseres Lebens in einer ganz sicheren Hand aufgehoben ist, dass die Antwort nach dem Zweck meines Lebens nicht von mir selbst beantwortet werden muss? Aber dann kommen wieder Gedanken. Kinder großziehen wäre eine Möglichkeit, sinnvoll zu handeln, aber auch einen Haufen Geld anzuhäufen wäre auch ein Sinn. Ja, wäre zumindest eine Möglichkeit. Man kann sein Leben für den Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit einsetzen, das wäre auch sinnvoll. Man kann sein Leben durch Hingabe zu anderen Personen einen Sinn geben. Dass man etwas tut, was man für richtig hält, was wir von Herzen lieben, das scheint etwas Sinnvolles zu sein. Denn wenn es um den Sinn des Lebens geht, spielen Herz und Bauch eine gewisse Rolle. Sinngebung ist auch aber etwas, das uns glücklich und zufrieden macht, seinen Platz in der Welt zu finden. Das ist bestimmt eine hochmotivierte Angelegenheit. Es geht ja auch darum, sich zu Hause zu fühlen, angekommen zu sein. Da schwingen also auch noch ganz viele emotionale Aspekte mit. Es gibt einen der Gründe, warum wir nach dem Sinn suchen. Das ist die Frage nach dem Leben selbst. Haben wir überhaupt dem Leben gegenüber eine Schuld? Haben wir dem Leben etwas schuldig? Bleiben wir dem Leben etwas schuldig? Werden wir vielleicht nach Vergebung suchen? Auch ganz sicher, das spielt auch die Vergebung eine Rolle bei der Sinnfindung. Schuld und Vergebung, Gerechtigkeit, Liebe und Moral, auch das sind Begriffe, die untrennbar mit dem Sinn des Lebens zu tun haben. Wie Menschen miteinander umgehen, wie sie sich behandeln, ist ein Kitt unserer sozialen Gemeinschaft, die alles zusammenhält. Wenn wir das bisher Gesagte addieren, dann sind wir ein Leben lang auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Wir sind auf einem ununterbrochenen Prozess der Identifizierung. Was hängt damit zusammen? Wie wir uns gegenüber unserer Umwelt verhalten. Was der Zweck unseres Daseins ist. Die Suche nach dem Sinn des Lebens ist also niemals zu Ende. Solange wir atmen, werden wir zweifeln, ob unser Leben sinnvoll war oder nicht. Der eine mehr, der andere weniger. Allein schon deshalb gibt es nicht eine einzige Antwort, weil ständig neue Menschen geboren werden,
Und mit jedem neuen Menschen kommt eine neue Perspektive auf die Welt. Und diese neue Perspektive ist dann auch wieder einmalig. Die wichtigsten Tage in unserem Leben sind an dem Tag, an dem wir geboren sind, und der Tag, an dem wir herausgefunden haben, warum. Wer ein Warum zum Leben gefunden hat, der erträgt auch jedes Wie. Es ist also äußerst wichtig, immer wieder nach Warum zu fragen. Und zwei Wege der Sinnfindung sind nach meiner Ansicht, welchen Sinn hat das Leben an sich? Und zweite, gebe ich meinem Leben einen Sinn? Wir verlangen, dass das Leben einen Sinn habe. Aber es hat nur genauso viel Sinn, als wir selber dem Leben geben können. Nicht mehr und nicht weniger. Sein, was wir sind und werden können, das ist das Ziel des Lebens. Wir kommen also nach der Sinnfrage nicht weiter. Und ich habe jahrelang gesucht, wo ist die Blockade? Und ich habe die Blockade gefunden. Denn wenn wir den Geist, unseren Anteil am Geist der Schöpfung hinzunehmen, entsteht eine andere Perspektive, nämlich die, wir haben Anteil an der Schöpfung. Wir sind Mitgestalter, weil wir kreativ sind. Ohne den Geist mit einzubeziehen, ohne Zugehörigkeit zu einem großen Plan der Schöpfung, wäre nämlich alles, was wir tun, sinnlos. Doch was verstehen wir unter Geist? Speziell unser Geist. Manchmal wird ein Mensch so beschrieben, es ist ein guter Geist, ein großer Geist. Er ist geistig gut beieinander. Er ist geistreich, intellektuell. Er entscheidet besser als andere. Betrachten wir das mal anders. Wenn der Geist und der Sinn des Lebens nicht auseinandergenommen werden dürfen, dass sie ein Begriff einer gleichen Hintergrundinformation sind, dann glaube ich, ein guter Geist entscheidet sinnvoller in einer polaren Welt. Wer keinen Sinn findet, tut sehr viel Sinnloses. Geist und Sinn gehören irgendwie zusammen. Sinn bedingt Geist und Geist bedingt Sinn. Wenn wir einen Teil kennen, finden wir auch den anderen Teil. Weil wir uns vorgenommen haben, den Sinn des Lebens zu suchen, ihn aber nicht kennen, versuchen wir es also mal über den Geist. Und da sind wir nun bei einer recht komplizierten Frage. Den Geist hat noch niemand gesehen. Höchstens irgendwelche Ausdruckskräfte des Geistes vermuten wir.
Es kann aber auch alles von der Seele herkommen, die wir ja in uns kennen, die uns ja unser Leben erhält. Wir können den Geist nur über ein Gleichnis erfassen. Betrachten wir mal den Geist wie eine große Sonne. Und wie der Sonne gehen unendlich viel Strahlen aus. Und jeder Strahl, der sucht sich irgendwo einen Widerstand, wo er auf etwas trifft, um das zu erreichen, was die Möglichkeit im Geiste ist. Also wieder vergleichen wir es mal mit unserer Sonne. Die Sonnenstrahlen treffen auf die Erde, erzeugen Wärme und Licht und Leben. Nur durch die Sonne, durch das Sonnenlicht und den Energien, die damit verbunden sind, ist Leben möglich. Weil die Sonne eine bestimmte Energie uns gibt, die notwendig ist, in einem Temperaturbereich, in einem Prozess, wo auch etwas geschieht durch die Sonnenstrahlen. Denken wir nur an Photosynthese. Nur durch die Sonnenstrahlen kann Leben erhalten werden. Stellen wir uns dasselbe vor, eine Sonne, die wir nicht sehen können, weil wir den Geist nicht sehen können, also unsichtbare Strahlen, und die treffen auf Lebewesen und bieten nun in den Lebewesen eine Information, übertragen eine Information, die dann Lebensprozesse reguliert, erschafft und durch kreative Muster neu findet. Und verdichten wir das Ganze, ein ganzes Strahlenbündel, das auf uns trifft, und so hält unser Geist uns mit unsichtbaren Energien am Leben. Immer bedenken wir, die Sonne ist sichtbar, ist ein Teil der Schöpfung, arbeitet mit dem Geist zusammen, der unsichtbar ist, aber beide geben Information und Information. Beides sind Energien und sie treffen hier auf gleichgesetzte Gesetze. So wie die Sonnenstrahlen sich an den Gesetzen, die in dieser Welt herrschen, halten muss, um etwas zu errichten, muss sich auch der Geist an diese Gesetze halten, die hier sind. Und nur die Möglichkeiten sind für jedes Lebewesen oder für alles, was hier auf der Erde passiert, möglich, wenn sich die Informationen, die ob von Sonne oder dem Geist kommen, an den Gesetzen hält und danach sich richtet. So, nun wissen wir, der Geist ist also eine Art Sonnenlicht, ein unsichtbares Sonnenlicht. Und dieser Geist kann sicher auch gebündelt strahlen und kann viel mehr erreichen noch als die Sonne selbst. Aber die Frage taucht ja dann wieder auf, wer bin ich denn dann, wenn ich den Geist empfangen kann, die Strahlen des Geistes, die Information des Geistes? Wer bin ich? Und so müssen wir gleich wieder einige zusätzliche Fragen beantworten, damit wir überhaupt sinnvolle Erkenntnisse finden. Die erste Frage: Bist du nicht zufällig hier? Oder bist du zufällig hier? Die Frage ist schon wieder schwierig. Wenn wir den Sinn wieder damit reinbringen, wenn wir geistige Wesen sind, Anteile vom gewaltigen Weltengeist, dann sind wir wahrscheinlich nicht zufällig hier. Dann haben wir eine Aufgabe. Aber welcher Sinn steckt dahinter? Die zweite Frage ist, erkenne ich überhaupt mein Potenzial, das mir vom Geist gegeben ist? Was habe ich hier zu tun? Was ist der Sinn meines Lebens? Sind wir wieder bei der Sinnfrage. Erkenne ich mein Potenzial, meine Einstellung zum Lebenssinn? Die nächste Frage ist, wenn wir Individualseelen sind, wie man uns zu andichtet als Menschen,
Dann erschaffen wir unsere eigene Realität. Welcher Sinn steckt denn wieder in der eigenen Realität? Gehen wir wieder zurück zum Geist. Dann gibt der Geist uns die Information, welches Potenzial wir freisetzen sollen. Das könnte vielleicht sein, unsere Eigenschaften, unsere Ausdruckkraft, unser Verhalten. Und das, daraus entsteht auch, dass wir unsere eigene Realität in uns und um uns herum erschaffen können. Das geht nämlich nicht vom Sinn, sondern nur vom Geist her. Aber weil es vom Geist kommt, über uns, verleihen wir dem Ganzen einen Sinn. Wie wir vorhin erkannt haben, es ist sinnvoll, für andere da zu sein, jemanden zu pflegen, liebevoll mit der Natur umzugehen, das ist wirklich sinnvoll. Also, wir schaffen uns unsere eigene Realität. Wir haben ein eigenes Potenzial, ein kreatives Potenzial. Wenn wir das haben, Potenzial und realistisch, kreativ handeln können, dann heißt es also, erkennen wir überhaupt unsere Macht? Welche Macht haben wir? Nicht nur im Körper, sondern mit dem Körper oder über den Körper, über unser Bewusstsein, was sich da im Körper entwickelt, wo die Seele und der Geist einen Niederschlag findet. Erkennen wir unsere Fähigkeiten, unser Potenzial? Erkennen wir die Macht, die wir damit haben? Sind wir Macher oder nur Empfänger? Oder beides? Nach meiner Ansicht und meiner Erfahrung als Heiler, mit viel Hintergrundwissen durchsagen aus der geistigen Welt, denn diese Fragen, die ich hier erörtere, habe ich auch versucht, mit meinen Geistfreunden, mit meinen Helfern zu besprechen und habe einiges erfahren. Er sagt, erkenne, dass du ein Teil von Gott bist. Nun, da wir uns Gott auch nicht vorstellen können, denn jede Vorstellung ist, so wie ich es mal gehört habe, eine Lästerung seiner Herrlichkeit. Wie können wir diesen Teil von uns vorstellen, den geistigen Anteil am ganz Großen und Ganzen? Versuchen wir auch hier ein Gleichnis aufzubauen. Wenn das Sonnenlicht auf etwas trifft, es beleuchtet, wird es sichtbar. Und dieses Sichtbar, diese Reflexion, fließt zur Sonne wieder zurück. Nur durch das Strahlen der Sonne erkennt die Sonne, was sie mit ihren Strahlen erreicht. Weil das sichtbar wird, wo das Sonnenlicht hinfällt. Und so können wir uns als Gleichnis auch diese unsichtbaren Strahlen des Geistes sehen. Die Informationen, die Strahlen des Geistes treffen auf die Materie oder in die Materie hinein, in unseren Körper, mit all den Möglichkeiten, die dieser Körper bildet und bietet. Und erzeugt jetzt hier, so wie das Sonnenlicht, etwas, das sichtbar wird, was in die Erscheinung tritt. Und wenn wir derjenige sind, der das Geistige in uns aufnehmen und so projizieren, dass es sinnvoll erkennbar ist, dann sind wir ganz große und wichtige Außenposten des Geistes. Ganz streng gesagt könnte man sogar sagen, nur durch uns, vernunftbegabte Lebewesen, die die Welt verstehen, sehen und schmecken können und mit unseren kreativen Fähigkeiten, die wir ausdrücken aufgrund der Informationen aus dem allumfassenden Geist, erkennt Gott seine Schöpfung. Weil die Reflexion vom Geist her aus der Ursonne des Bewusstseins genauso reflektiert wird, was sie beleuchtet und erschafft dadurch, wie das Sonnenlicht,
das auch reflektiert wird. Wenn wir das akzeptieren, dass wir geistige Wesen sind und eine bestimmte Aufgabe am großen Plan der Schöpfung haben, dann tauchen natürlich wieder neue Fragen auf. Was ist meine Aufgabe in der Schöpfung? Und da wir diese Aufgabe, die Schöpfung, den Sinn der Schöpfung nicht kennen, weil wir scheinbar nie den wirklichen Sinn der Schöpfung erfassen können, weil wir nur ein Teilbewusstsein sind, nur ein paar Strahlen, die bei uns vom Geist her kommen, mit denen wir etwas verwirklichen, also nur immer einen Teilaspekt geben und nie das Ganze sehen, können wir auch den Sinn des Ganzen nicht verstehen. Aber wir können uns auf unser Potenzial, das wir haben, auf unsere Kraft der kreativen Freiheit, die uns gegeben wird, einiges ableiten. Und wir könnten wieder Fragen stellen. Um jetzt für etwas Sinnvolles zu tun, dann bedenken wir immer, wir können den Sinn nicht erkennen, aber wir erkennen, was sinnlos ist und was sinnvoll ist. Und das reicht völlig aus, weil wir nur ein Teil der Geschöpfung sind und hauptsächlich dazu sind, Gott zu zeigen, wie schön seine Schöpfung ist, indem wir die Schöpfung, die wir von Gott erschaffen, benutzen dürfen, lieben, so wie er uns liebt, damit wir das sehen können, was er erschaffen hat. Und wenn wir da mitarbeiten wollen, dann müssen wir einige Fragen stellen. Zum Beispiel, was kann ich besonders gut? Das ist äußerst wichtig. Dass wir herausfinden, was ist unsere Stärke, unser Potenzial? Was kann ich besonders gut? Es geht nicht darum, jetzt große Finanzen anzuhäufen, sondern was kann ich gut, um in das Kollektiv aller Lebewesen mit einzubringen? Das ist nicht so einfach zu beantworten, aber wir haben eine Möglichkeit, es zu erfahren, indem wir die nächste Frage stellen. Was liebe ich? Denn das, was wir lieben, zerstören wir nicht. Und das, was wir lieben, das wollen wir auch, dass es erhalten bleibt. Das heißt, wenn wir wissen wollen, was kann ich besonders gut, sollten wir das tun, was wir lieben. Wen oder was wir lieben, das wäre die größte und beste Möglichkeit, etwas Sinnvolles beizutragen zum Großen und Ganzen. Auch sollte man noch eine weitere Frage stellen. Denn wenn wir Mitgestalter sind, weil wir Teil des Ganzen sind, Teilbewusstsein, ein geistiges Teilbewusstsein haben vom Großen und Ganzen, was kann ich der Welt geben, der Schöpfung geben. Das ist keine einfache Frage. Wenn wir den Sinn nicht richtig verstehen, was das große Ganze sein soll, die Schöpfung des Lebens, was kann ich der Welt geben? Indem wir dem dienen, wieder zurück, wie ich schon gesagt habe, was können wir besonders gut? Wir sollten also immer das können, was wir besonders gut können, was wir lieben. Dann geben wir auch alles der Welt zurück, was wir von ihr bekommen haben. Also was kann ich besonders gut, was liebe ich und was kann ich der Welt geben? Nun haben wir ein Problem. Wir sind zurzeit in einer Epoche, wo wir uns auch ernähren müssen und wo wir Dinge durch Bezahlung irgendeiner
zugeschriebenen Situationen wie Geld und Güter? Wie komme ich dazu, dass ich genügend verdiene, Geld bekomme, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen, damit ich diese Aufgaben, die wir gerade angerissen haben, erfüllen kann? Das gehört ja leider dazu, dass wir unsere Existenz nach den hier herrschenden Gesetzen der Gegenwart befriedigen können. Dazu heißt es also, wir brauchen auch Geld. Die Frage ist jetzt wieder, wofür kann ich Geld bekommen, verdienen? Wofür? Nicht womit. Wofür? Denn wofür beantwortet wieder die vorhergehenden Gesetzmäßigkeiten. Was kann ich besonders gut? Was liebe ich? Und was kann ich der Welt geben? Wenn Sie danach fragen, wofür kann ich Geld bekommen, müssen Sie diese drei Fragen in sich total beantworten. Tun Sie das, werden Sie verdienen. Bekommen Sie Ihren Verdienst. Sie dürfen nie danach fragen, wie viel Geld bekomme ich, sondern worüber, durch was bekomme ich Geld. Indem wir das Endprodukt sehen, das ich erreichen möchte, mit meinem, was ich der Welt geben möchte, was ich liebe. Liebe ist immer ein gebender Teil. Und wenn wir etwas geben, was wir besonders gut können, bekommen wir auch Geld dafür. Das klingt alles ziemlich einfach. Auf jeden Fall ist es vernünftig logisch. Und wenn wir es beherzigen, jeder auf seine Art und Weise, unter den Bedingungen, unter denen er steht, wird er ganz sicher nach diesen Richtlinien profitieren können. Ich kann es Ihnen versprechen, es funktioniert. Und weil es so wichtig ist, möchte ich in Kurzform doch mal diesen Weg der Sinnfrage zusammenfassen. Also, wir sind ein Teil des Ganzen, weil wir Empfänger des Geistes sind. Nur ein Strahl von einem ganz gewaltigen Ausstrahlungspotenzial der Schöpfung. Und das zu erfahren wäre also, wie ich vorhin schon sagte, die Frage zu an, wer bin ich? Und auch zu fragen, dass wir nicht zufällig hier sind, sondern wir gehören zu einem Plan, was auch das gesamte Leben ausdrückt durch die Evolution. Wir sind also nicht zufällig hier, wir sind eingebettet in einen Plan. Und wir müssen unser Potenzial erkennen und wir müssen erkennen, dass wir unsere eigene Realität erschaffen, immer im Zusammenhang, jetzt müssen wir zurückgreifen mit dem Körper und der Seele zusammen und müssen erkennen, dass wir eine Macht haben, über den Körper, durch den Körper, mit der Seele zusammen und mit dem geistigen Potenzial, der sich in unserem Körperteil Gehirn entfaltet. Und wir sollten immer vor Augen haben, wir sind ein Teil der Schöpfung, weil wir kreative Wesen sind. Und dann zu dem letzten Teil, was ich sagte, was kann ich gut, was liebe ich, was kann ich der Welt geben? Und dann daraus den Entschluss ziehen, wofür bekomme ich Geld, bekomme ich ein Einkommen? Das ergibt sich dann von ganz allein. Das wollte also mal die Antwort, die ich gefunden habe, sein auf die Findung des Lebenssinns, so gut wie wir es können. Und ich kann es vielleicht auch noch anders erklären, denn ich habe den Sinn nicht in der äußeren Welt gefunden. Denn ich habe, bevor ich mich mit der Geistheilung auseinandergesetzt habe, zwei Berufe erlernt.
einen handwerklichen Beruf, Instrumentenbauer, als optische Instrumentenbauer, also Feinoptiker mit Abschluss und Meisterprüfung, habe Betriebspsychologie über den zweiten Bildungsweg erlangt und habe auch dort es bis zum Geschäftsführer geführt, wo ich viele Menschen führen musste, erfolgreich zu sein. Und trotzdem hat mich das nicht befriedigt, weil das überhaupt nicht den Sinn gab. Und deswegen bin ich mal ausgestiegen und habe den Sinn des Lebens gesucht. Das war vor 50 Jahren. Den Sinn, so wie ich ihn heute versuche zu erklären, habe ich aber erst gefunden, als ich Vertrauen hatte zur geistigen Welt, als ich den Kontakt suchte zu Informationen, die wir als mediale Menschen empfangen können, und als ich gelernt habe, dass ich an der Schöpfung teilhaben kann und der Schöpfung etwas geben kann und das aber kann, was ich besonders gut kann. Und das ist, Menschen auf den Lebensweg zu führen, aus Krankheit heraus ihr Leben wieder einen Sinn zu geben. Und nur über diese vielen hundert oder tausend Erlebnisse mit Kranken, mit Hilfsbedürftigen, mit unglücklichen Menschen habe ich erkannt, was sinnvoll und sinnvoll ist für mich. Und habe dann über viele Schüler, die ich ausgebildet habe, auch erkannt, dass sie auch einen Weg gehen können, indem sie der Welt etwas zurückgeben, was sie bekommen haben, und dem Kollektiv dienen, dass sie in sich gefestigter und glücklicher wurden. Der Weg ist also äußerst wichtig zu gehen, wenn wir uns einreihen in den Schöpfungsprozess, also unsere kreativen, schöpferischen Fähigkeiten mit einbringen. Dann sind wir auf der sinnvollen Ebene und dann geschieht meistens alles von ganz allein. Ich musste auch lernen, nicht nach Verdienst zu denken, sondern erst als ich angefangen habe, nach Erfolg zu denken, womit habe ich, wenn ich etwas gebe und jemand helfe oder für die Schöpfung etwas wieder zurückgebe, was ich von ihr bekomme, was kann ich am besten zurückgeben, dann erkannte ich, dann kommt das Geld von ganz allein. Das System der Schöpfung sorgt dann dafür, dass es uns gut geht. Also, so komisch das klingt, ohne nach Geld zu streben, kommt das Geld, wenn wir nur nach Erfolg streben, den wir bringen können, indem wir wissen, was wir können und wo es sinnvoll ist, dem Ganzen zum eigenen und fremden Nutzen zurückzugeben. Das ist der, an und für sich der Sinn eines Heilers. Und ich bin sicher, dass diese Sinngebung, wie wir sie als Heiler direkt am Menschen geben, auch in andere Berufsgruppen hineinpasst. Also diese Formel, die ich hier vorgetragen habe, ist ganz sicher eine universelle Formel, die in allen Bereichen bis zur Politik angewandt werden sollte.